How long was your journey until now? When we come to Bulgaria, the police show one up and one down. Wir haben dann im Internet gelesen, dass Deutschland die Zahl der Flüchtlinge, die sie reinlässt, nochmal gedrosselt hat, worauf sich das in Österreich jetzt natürlich extrem verschärft, die Situation. Salzburg sagt, die Notunterkünfte sind alle brechend voll. Diese Camps sind vom Staat organisiert, von NGOs unterstützt. Und für uns, das war wirklich ein Problem, weil wir wollten unbedingt auf Augenhöhe mit Menschen arbeiten.